Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Nerdfamilzin. Diesmal wieder ein kurzer Fall, eine kurze Diskussion. Ich bin froh, dass ihr dabei seid. Und zwar möchte ich mit euch jetzt tatsächlich mal was Spektakuläres ansprechen. Und das klingt jetzt so ein bisschen abgefahren, aber bleibt kurz dabei. Habt ihr schon mal gesehen, wie jemand stirbt? Ziemlich sicher habt ihr das. Ich habe es vor allem ganz viele Leute gesehen, die einen Kreislaufstillstand haben, also die klassische Reanimation, zu der man dazukommt oder jemand, der irgendwo tot im Bett liegt und den man versucht wiederzubekommen. Und vielleicht habt ihr auch entweder im privaten oder im klinischen Umfeld gesehen, wie jemand langsam stirbt, zum Beispiel auf einer Normalstation, wenn, man das, wenn es klar ist, es ist ein palliatives Prozedere, auf einer Intensivstation und man sagt, man nimmt sich mit den Maßnahmen zurück und das Ziel ist jetzt, Schmerzen zu lindern und der Patient... Schläft langsam ein und verstirbt. Aber wie ist es eigentlich mit dem plötzlichen akuten Sterben? Also, der Patient, der in der einen Sekunde noch da sitzt, ja, mhm. euch anschaut, vielleicht sogar mit euch redet und in der anderen Sekunde tot ist. Ja? Oder so tot, dass ihr ihn zwar wiederbeleben könnt oder versucht es wiederzubeleben, aber eben plötzlich einen Kreislaufstillstand hat. Wie sieht es eigentlich aus? nicht so wie im Film, ja, wo die Leute plötzlich die Augen überdrehen, einen tiefen Seufzer machen und weg sind. Ja. Sondern manchmal sieht es aus wie ein Krampfanfall. Und da hatte ich wirklich jetzt in meiner Karriere schon ein paar spannende Erlebnisse. Und die möchte ich euch erzählen. Der erste Fall war eine Patientin, die kam in unsere Notaufnahme, selbst reingelaufen und am Anmeldeschalter hat sie sich noch festgehalten. Die Augen vertreten ist nach hinten übergefallen, ganz dramatisch. Das hat zu großem Geschrei und Aufregung äh, natürlich gesorgt. Und als ich dann dorthin kam, habe ich mir gedacht, oh, das schaut aber schlecht aus. Ja? Und die hat gekrampft, ja. Die hat so einen Zucken gehabt. Ja? Und ich habe mir gedacht, oh, oh, das ist doch ein hypoxischer Krampf. Und ich kann euch nicht sagen, woran ich das festgemacht habe, dass ich das jetzt in meinem Kopf unterschieden habe von einem epileptischen Anfall. Aber ich habe gedacht, die hat jetzt einen Kreislauf und habe begonnen mit einer Herzdruckmassage. Und sehr schnell, am Anfang waren noch ein, zwei Kolleginnen und Kollegen eher skeptisch, ob ich da jetzt nicht einen Krampfanfall reanimiere, haben wir uns darauf geeinigt, dass wenn ich da eine Herzdruckmassage mache, dass da ein Puls ankommt und wenn man die Herzdruckmassage unterbricht, zum Beispiel zum Rhythmuscheck, kein Puls ankommt. Und es hat auch geholfen, dass die Patientin Kammerflimmern hatte. Aber das war gerade in den ersten Sekunden ganz schwer zu unterscheiden. Und der zweite Fall... Das war folgendermaßen. Da habe ich gerade als Notarzt gemeinsam mit meinen Kollegen vom RTW einen Patienten in der Notaufnahme abgegeben und wir haben auf dem Parkplatz draußen noch gewartet und uns kurz unterhalten. Und dann kam ein Auto und eine junge Frau war da drin, die von Bekannten gebracht wurde, weil es denen nicht gut ging. Ja, die hat so Schmerzen gehabt, die war so ein bisschen blass und wir haben der aus dem Auto geholfen, die ist noch selber ausgestiegen, hat noch irgendwie erzählt, wie lange die Schmerzen schon sind und plötzlich verdreht sie die Augen, kriegt einen Krampfanfall. Ja, und sackt in diesem Krampfanfall in sich zusammen. Und im Endeffekt hatte auch die Patientin einen Kreislaufstillstand, wir haben die reanimiert, sie hat einen, äh, einen SD-Hebungsinfarkt, eine Rhythmusstörung im Rahmen von dem und ist dann sehr, sehr schnell kathedert worden, ist alles gut gegangen. Aber bei beiden Fällen fand ich, war es schwierig, entweder für mich oder fürs Team. Umzuschalten von Krampfanfall, ja, einem Patienten, der wach ist, ja, dem es noch verhältnismäßig gut geht, zumindest selber gehen und sprechen kann und plötzlich umfällt. Ja. Und ein hypoxischer Krampfanfall, also dieses Zucken, ja, das ist ja was, was sehr, sehr häufig auftritt beim Kreislaufstillstand. Immer wieder wird man alarmiert zum Krampfanfall. Ja. Klassisch, vor kurzem habe ich das mal erlebt oder vor längerem, weiß man nicht, ähm, bei einem Marathon, ja, dass die Alarmierung beim Marathon war Krampfanfall, beim Marathon, Marathonläufer. Und es war auch ein Kreislaufstillstand. Und daher muss ich euch sagen, ich tue mir immer wieder schwer bei einem Krampfanfall, den ich so plötzlich beobachte. Zu unterscheiden, ist es hypoxisch im Sinne vom Kreislaufstillstand oder ist es jetzt ein Krampfanfall im Sinne von einem Krampfanfall? Und das Gemeine ist ja, dass auch die Leute bei einer Epilepsie eine Apnoe haben können, einen kurzen Atemstillstand und vielleicht sogar blaue Lippen kriegen können. Das habt ihr ja auch schon alle gesehen. Für mich heißt es, ich muss noch wachsamer sein und versuchen, entweder, wenn ich mir unsicher bin, da die Wiederbelebung zu beginnen oder mental zumindest mal umzuschalten, dass es das jetzt darauf hinauslaufen könnte. Oder gleich hinausläuft ja, und schnell irgendwie versuchen über Monitoring oder über irgendwelche anderen Parameter herauszufinden, ob die Patienten jetzt einen Kreislaufstillstand haben oder nicht. Was mich interessieren würde, und da lerne ich wahrscheinlich mehr von euch als ihr von mir, gab es irgendwelche Tricks? Hattet ihr solche Situationen, wo. Ein Krampfanfall als erstes auftrat und dann irgendwie das schwierig war fürs Team umzuschalten von einem Epi. Naja, man dreht die Leute auf die Seite und schaut, dass es ihnen nicht allzu schlecht geht. Im schlimmsten Fall durchbricht man den Krampf bis hin zur Reanimation. Ja, das sind ja, sind ja zwei völlig unterschiedliche Algorithmen. Und bis man da mal draufkommt. Ja. Und Pulstasten, wenn jemand da zittert, ist ja auch nicht so einfach. Und das wissen wir dass es generell nicht so einfach ist. Also bitte, bitte schickt mir eure Stories, schickt mir eure Fälle, erzählt mir, wie es euch so ging und vielleicht habt ihr irgendeinen Trick, von dem ich oder von dem wir alle gemeinsam lernen können. Das war's von mir. Viele Grüße nach draußen. Danke für eure Diskussionen schon jetzt im Voraus. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns und bis bald bei Nerdfall Medizin. Ciao!